Ich hatte euch letztens nach eurer Meinung gefragt bei meiner Reaction zum neuen Dragon Ball Daima und ich bin sehr darauf gespannt, denn heute gucken wir uns das Ganze an. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Nachträglich könnt ihr mir eure Meinung auf jeden Fall auch in diesem Video da lassen. Eventuell hat sich ja nach ein paar Tagen was geändert. Ich würde sagen, wir springen sofort rein, dass wir nicht viel Zeit verlieren, weil einiges rumkam. Vielen lieben Dank dafür. Ich vermute, dass am Ende von Dragon Ball Daima ein Teaser oder so von der Fortsetzung kommt. Ich finde, die sollten sich genug Zeit lassen, um die ganze Animation etc. ordentlich zu machen. Man muss bedenken, dass die Anime-Branche sehr hart ist und die wahrscheinlich mit Dragon Ball eher auf Work-Life-Balance setzt, um auch die Kreativität zu steigern. Könnte schon sein, so ist es nicht, aber ich meine, für Daima hat man sich auch sehr viel Zeit genommen. Das war ja nicht in einer Woche fertig oder so, hart gesagt. Das hätte auch genauso gut die Fortsetzung dann sein können. Also, man könnte trotzdem da auch einen guten Work-Life-Balance hinbekommen. Ist halt alles der Sache der Planung und der Organisation so. Endlich mehr Dragon Ball Content. Kann man lieben oder hassen, aber neuer Dokkan-Stuff ist neuer Dokkan-Stuff. My man, so sieht das aus. Ich verstehe zwar, dass es nervig ist, dass wir noch bis Herbst warten müssen, aber ich denke, das ist das Beste für den Anime. Ich will nämlich nicht so eine Animationskatastrophe wie bei Super lieber diesmal Zeit lassen. Also, ich kann die Angst verstehen, aber das kann ich überhaupt nicht verstehen, das mit Zeit lassen. Weil für Daima, wie gesagt, hat man sich ja auch Zeit genommen und Zeit gelassen. Also wäre Daima jetzt Dragon Ball Super, würde es mit dem Moro Arc weitergehen, dann würde es genauso aussehen, weil man ja offensichtlich auch sich Zeit dafür gelassen hat. Deswegen, vor sowas habe ich mittlerweile keine Angst mehr, weil die haben sicherlich von ihren Fehlern gelernt. Wir wollen Granola und Moro Saga. Most definitely, hey, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Also, soweit ich von den Leakern gehört habe, ist das nicht Canon. Also scheinbar wirklich nur eine kleine Spielerei, was ja okay ist. Ich schätze mal, dass wenn wirklich der Anime fortgesetzt wird, dass auf der Dragon Ball Battle Hour Ende Januar angekündigt wird. Safe ist nichts, aber das ist ja nochmal ein größeres Dragon Ball Event und wer weiß. Ja, ich will nicht so viel über Canon und nicht Canon sprechen. Das ist schon Canon in der Hinsicht, dass es von Toriyama ist. Also Toriyama ist sehr, sehr stark involviert. Also, ne, das ist von der Feder von dem Mangaka. Ne? Eventuell dreht sich das um die Frage, wo kann man das zuordnen? Eine Spielerei, denke ich, ist auf jeden Fall so eine Art Spin-off. Ja, es steht ja noch im Raum, ob es ein Web-Anime im Endeffekt wirklich ist oder nicht. Ich habe mir den Trailer nochmal ein, zwei Mal angeschaut und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, weil mittlerweile haben wir eigentlich schon eine große Lore, aber kaum was erzählt, weil wir haben Götter, Engel und Dämonen und so fort. Wir haben die Dragon Balls, wir haben Salama, also der Super Namekianer, der die Super Dragon Balls erschaffen hat. Und zu all den Yamushi oder so wissen wir gar nichts. Es könnte sein, dass Dragon Ball Daima vielleicht ein bisschen in die Lore eintaucht und ein bisschen darüber was erzählt. Weil im Teaser hat man auch einen Super Dragon Ball gesehen und daraufhin direkt einen Namekianer. Also ob das dann im Endeffekt Salam ist, Salama, wie auch immer, sei mal dahingestellt. Aber ich sag's mal so, wenn wir sowas bekommen, geil. Also zusätzlich, dass dann noch, dass wir da mehr Lore bekommen zu Dragon Ball. Dieses Dragon Ball Spin-off ist alles Fun als Übergang, nehme ich an. Danach geht es locker. Ja, also danach muss ja schon irgendwo, irgendwann mit Dragon Ball Super weitergehen. Dragon Ball Super muss fortgesetzt werden. Ja, sehe ich auch so, Mann, wirklich. Moro Arc finde ich zu sehr von alten Dragon Ball Z recycelt und Goku stand zu Recht in Kritik. Deswegen war ein komisches Gefühl, weil Moro in einem Kapitel den Cell-Treatment bekommen hat und in den anderen Zamasu. Ja, das ist ein anderes Thema, aber trotzdem. Das ist ja ein anderes Thema. Hat ja mit dem jetzt nichts zu tun, so. Junge, ich will einfach. Also, mir geht es nur um deine Meinungen. Junge, ich will einfach Fortsetzung von Super. Yes, sir. Ich freue mich einfach, dass sie überhaupt neuen Dragon Ball Anime Content bekommen. Von daher, ja, safe, warum nicht? Da stimme ich nicht zu. Der OG-Manga von Toriyama war schon sehr konsequent, was Logik angeht. Da gibt es kaum bis keine Flaws. In allen nachfolgenden Serien wie Dragon Ball Super hingegen schon. Aber das liegt halt auch daran, dass der Großteil der Story von Toei Animation kommt oder im Manga Toyotaro. Zwar wird Toriyama immer erwähnt, dass er dabei ist, aber es ist mehr Schein als Wahrheit. In einem kleinen Kommentar meint Toriyama, dass er in Daima etwas mehr involviert ist als sonst, was mich positiv stimmt, also kann was werden. Ja, das stimmt. Da habe ich mich vielleicht falsch geäußert. Der OG, Dragon Ball Classic, Dragon Ball Z, so wie das ab. Fortgeht mit der Struktur etc. Das ist schon wirklich, das ist sehr, sehr big und sehr, sehr gut, definitiv. Was er meinte ist, wenn es ins Detail geht, wie zum Beispiel die Zeitreise mit Trunks und sowas. Also da gibt es schon Plotholes etc. Das ist ja allseits bekannt. Ich meinte ja das. Aber ja, du hast recht natürlich. Wenn Struktur geht und so fort oder halt Logik im Sinne von Kapitelaufbau oder so, ist es schon auf jeden Fall clean.
aber ich finde nicht komplett konsistent, also oder konsequent. Dragon Ball Classic definitiv, Anfang Z, Saiyan Saga, Namek war auch crazy. Ab Cell Saga hat man aber gemerkt, ne, eigentlich sollte 17, 18 sollten gar nicht kommen. Dr. Gero und 19 sollten so die Villains sein, aber das hat seiner rechten Hand nicht gefallen. Da kam 17, 18, war auch noch nicht so geil, lang kam Cell so. Was im Endeffekt nicht schlimm ist, das meine ich nicht. Das war trotzdem in an für sich geil erklärt und definitiv schon irgendwo auch logisch. Sondern ich meinte eher so, auf jeden Fall sowas auch mit Trunks, mit Time Traveling und so in Zukunft. Aber tatsächlich mehr Dragon Ball Super, ja, das ging mehr gegen Dragon Ball Super, da hast du schon recht. Also OG war schon im Endeffekt schon logisch, auf jeden Fall. Das hätte auch eine Dragon Ball Super Fortsetzung sein können. Ja, tatsächlich. Bin mal gespannt. Ich denke mal, dass das nichts Besonderes sein wird, sondern einfach ein weiteres Dragon Ball Universum, was ganz nett ist, aber es nichts Essentielles zu Dragon Ball Story hinzufügt. Ja, da bin ich gespannt. Ich würde mir schon wünschen, dass es was hinzufügt, weil dann wäre es interessanter, was ich vorhin erwähnt habe. Aber mal gucken. In Bezug auf Dragon Ball Super, ich finde es auch schade, dass Dragon Ball Super vorerst nicht weiterläuft. Die Enttäuschung gegenüber Dragon Ball Daima ist nicht groß, weil die meisten Fans es nicht mögen werden, sondern weil die Fans wissen, dass mit solchen Projekten Dragon Ball Super noch mehr nach hinten verschoben wird. Am Ende des Tages ist Dragon Ball Daima etwas, womit ich meine Füße etwas stillen kann, also beschwere ich mich nicht. Okay, nice, ja. Ich freue mich auch, dass irgendwas Neues kommt. Ne, so ist nicht. Also ich stehe dem jetzt nicht wirklich im Hass gegenüber Dragon Ball Daima, nee. Mich interessiert schon, was da auf jeden Fall kommen wird damit. Aber ich weiß halt dann, ja gut, da muss ich halt noch länger warten auf Moro, Granola oder dass es überhaupt weitergeht. Ich bin jetzt nicht so überzeugt von dem Ganzen, auch wenn es eine gute Animation hat, aber ich werde es probieren anzuschauen. Vielleicht gefällt es mir. Oder halt nicht. Ja, auf jeden Fall. Verstehe die Hater nicht. Akira Toriyama hat eine neue Serie rausgebracht und wir wissen, was von Akira kommt, ist immer gut, weil er sich Mühe gibt. Das sind undankbare Menschen, die ihn schätzen, was. Nee, Janessa, das hat damit gar nichts zu tun. Mann, wir schätzen natürlich Akira Toriyama, was er geschaffen hat. Vieles von ihm, vieles, viele weitere Anime oder Werke kamen von ihm oder dank ihm sind von ihm inspiriert. Also er hat für die damalige Zeit, auch mit dem Paneling, wie er alles dargestellt hat, hat er wirklich sehr, sehr Großes geleistet. Deswegen ist der Dragon Ball jetzt dort, wo es ist. Aber man darf ja wohl Kritik ausüben zu etwas Neuem. Also das darfst du nicht so engstirnig sehen. Das hat einfach damit zu tun, dass es mich und andere einfach nicht anspricht. Dragon Ball steht für Badass, Gewalt etc. Jeder will Goku und Vegeta sein. Das Ding ist, ja, also so OG Classic Dragon Ball, aber nicht immer, weil Toriyama ist schon jemand, der gerne Humor mit einbringt. Und OG Dragon Ball hat schon crazy Humor. Also das ist auch übertrieben witzig. Und Dragon Ball Z auch auf jeden Fall. Und auch andere Werke von ihm wie mit Arale, Dr. Slump etc. Also das will ich jetzt nicht so engstirnig sehen. Ich weiß, was du meinst damit. Classic Dragon Ball kämpfen und so und so fort, geile Kämpfe. Aber das war, ist ja nicht so, dass es Dragon Ball von Anfang bis Ende immer so war. Das nicht. Ich sage jetzt nicht, dass es brutaler Shit ist, aber weil ich jetzt noch nicht beurteilen kann. Ja, safe. Aber es ist eine große Enttäuschung, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was wir wollten. Klar ist man froh, dass man überhaupt was bekommt, aber jetzt mal ehrlich, das ist wie Peter im Bett als Anime. Ich werde es schauen, aber das war die größte Enttäuschung des Jahres, meiner Meinung nach, weil einfach die Aufmachung von Chibi-Figuren nicht Dragon Ball-like ist und dass die Figur, dass dieses Dragon Ball-Feeling einfach meiner Meinung nach kaputt macht. Wir wollen Moro mit brutalen Szenen und ich kann die Leute verstehen, die gefrustet sind, aber anschauen werde ich es mit halt trotzdem, aber enttäuscht bin ich allemal. Das ist Mist. Ja, mal gucken, vielleicht wird es im Endeffekt dann doch nicht so schlimm, wie manch einer denkt. Ich sag's mal so, nachdem ich mir den Trailer auch ein weiteres Mal angeschaut habe, auch mit meinen Boys, ist mir viele Sachen aufgefallen. Das hat er für mich auch so ein RPG-Flair. So ein JRPG-Flair. Auch als der Drache kam, wie Dragon Quest. Und Dragon Quest-Charaktere, das ist ja auch von Toriyama. Also vielleicht wollte Toriyama so ein bisschen mehr RPG-like in Dragon Ball Daima bringen, dass wir dann vielleicht wirklich hoffentlich mehr von der Lore mitbekommen. Das würde ich mir echt wünschen. Also, bin mal drauf gespannt. Sobald ich weiß, läuft da immer nach der Buu-Saga. Okay. Unabhängig von der Animation, die für 2024 selbstverständlich gut sein wird, ja, holt mich diese kleinen Bären und Dämonen-Ding gar nicht so ab. Es wird halt eine andere Barbie-Story. Da wurde auch sehr, sehr viel Majin Buu-Saga-Bilder gezeigt im Teaser. Ich warte ab. Ich warte auf den Manga-Plot lieber. Ich fühle deine Meinung zu 100%. Bin halt legit derselben Meinung wie der Dude im ersten Trailer-Video. Nobody asked for this. We just want more arc, but the animation is dope. Vielleicht warten die, bis mehr Content kommt im Manga. Das kann gut sein, ja. Da weiß man echt nicht, auf was die warten, was die wollen. So schade, wir werden Dragon Ball Super die nächsten 2 Jahre nicht haben.
Ich weiß jetzt schon, dass ein Großteil wieder am Rumheulen sein wird. Ich bin sehr auf dieses Projekt gespannt. Ja, man sollte es auch wirklich, man sollte es jetzt mittlerweile als anderes Projekt sehen. Es ist jetzt nicht Dragon Ball Super Fortsetzung, auch wenn wir es uns gewünscht hätten. Es ist einfach ein anderes Dragon Ball Projekt, nämlich Dragon Ball Daima. Und, na, mal gucken. Ich hoffe, es ist nur ein Spin-off und wir bekommen noch endlich Moro und Granosa und dann wieder in andere Universen und die alten Götter und Engel ausgelöscht wurden und Ibn Abri. Wird episch. Ja, okay. Wie viele es jetzt schon haten, einfach nur kindisch. Daima könnte wirklich mega gut werden und die Animationen sehen jetzt schon sehr vielversprechend aus. Ich freue mich auf Daima und bin glücklich, dass sie wieder Goku und seine Freunde wiedersehen. Die sollen einfach den Manga adaptieren oder teils übernehmen und einen gescheiten Anime bringen. Hätte auch Bock drauf, wenn schon vorhandene Chars Antagonisten wieder eine Rolle spielen und mit eingebunden werden. Wie zum Beispiel der Broly. Broly auf jeden Fall. Oder auch Jiren und Hit etc. Würde so gern sehen, wie sich zum Beispiel Goku, Vegeta und Jiren unter anderen Umständen wiedersehen. Oder auch Chars aufeinandertreffen, die es zuvor noch nicht getan haben. Wie Jiren und Broly. Oh ja, Jiren und Broly wäre witzig. Sowas ist ja schön und gut, aber denen sollte eigentlich bewusst sein, dass wir den richtigen Anime endlich wieder wollen. Sowas hätte man zuvor in der Zwischenzeit bringen können als Extra, ja. Aber so ewig warten für das ist sehr enttäuschend. Verstehe ich auch, dass sie warten. Mich interessiert auch, was für ein Publikum die ansprechen wollen. Das würde mich sehr interessieren. Die Sache, warte mal, das Ding ist auch, es gibt wirklich einen sehr großen Unterschied zwischen der Community im Westen und im Osten. Na, also Osten, Japan feiert sowas. Ja, und es ist allseits bekannt, dass die Big Companies tatsächlich auch primär erstmal so aufs japanische Publikum schauen. Wir kennen es von Dokkan etc. Und in Japan kam das echt gut an, Dragon Ball Daima. Hat mich aber auch nicht gewundert. Also, in japanischen Zuschauer-Community steht schon auf sowas. Wir im Westen sind da ganz anders. Wir sind richtig OG. Zum Beispiel wir im Westen, wir feiern auch überwiegend Dragon Ball Z Broly. Also der OG Broly. Den feiern viele von uns. In Japan ist das nicht so ein Ding mit Broly. Mit dem OG. Es hat, ja, das ist halt die Frage. Also solche Infos würde ich aber gerne als Zuschauer oder als Fan, als jahrelanger Fan, gerne wissen. Und ich hoffe, wir bekommen diesbezüglich noch Informationen. Ein Chibi Dragon Ball, nein, danke. Auch wenn der animationstechnisch ganz gut aussieht, muss ich ehrlich sagen, dass mir das so langsam zu viel wird alles. 8 Jahre seit le letzten Anime Arc, really? Anstatt solch einen Blödsinn zu produzieren, hätten sie lieber OG Dragon Ball Anime remaken sollen. Ja! Man! Das habe ich total vergessen. Als Leak rauskam und es hieß, dass ein Web-Anime kommt, habe ich mir das gewünscht. Weil vor allem, haben wir auch im Superhero am Anfang des Films, haben wir so eine Timeline gehabt und da haben wir auch in der geilen clean Animation auch in OG-Anime-Szenen gesehen, ein bisschen zu Z. Wäre jetzt da so Recycle Remake und so fort? Ja, aber ich meine, warum nicht? Als so ein Zwischending. Das hätte ich mir schon gewünscht. Ja, safe, safe, safe. Ja, und das hat die Sache. Das Ding ist, der Anime, wir sprechen jetzt über den Anime, nicht über die Filme. Der Anime ist 6, 8 Jahre her. Und in der Zwischenzeit, warum kam Dragon Ball Daima nicht vor 2 Jahren? Okay. Wir hatten eine Big Pandemie. Kann sein, dass das Ding wirklich vor 2 Jahren hätte kommen sollen und es verschoben wurde oder so, aber darüber will ich überhaupt nicht mehr sprechen, weil da haben wir, also was ist. Wir haben keinen Einfluss mehr auf sowas, wir wissen sowas nicht. Oder warum ist es nicht vor 4 Jahren angekommen oder so? Oder 3 Jahre, 4 Jahre nach dem Anime so? Ist das mein? Diese Zeitspanne ist halt schon lang, Leute. Wir haben halt schon lang gewartet. Also, Dragon Ball Content ist immer plus, aber ich habe Angst, dass ich 4 bis 5 Folgen gucke und es mich danach nicht weiter interessiert. Die Fortsetzung von Super hätte mich kreischen lassen wie ein Mädchen, muss ich sagen. Mal schauen. Also, gut, Freunde, ich würde es dabei tatsächlich belassen. Ich fand eure Kommentare, eure Meinung schon gut. Also, ich fand es cool, dass ihr jetzt nicht. Also, von dem, was ich jetzt gesehen habe, fand ich jetzt nicht, dass jemand überreagiert hat oder halt sinnlos gehatet hat oder. Nee, ich fand schon, dass in einer Art und Weise, nicht in einer Art und Weise, sondern es war schon überwiegend konstruktive Kritik. Feiere ich sehr. Auf so einer Sachlage können wir immer gerne solche Videos machen und drum diskutieren. Lasst ihr mich weiterhin wissen, so nach ein paar Tagen, wie sieht es bei euch jetzt aus mittlerweile mit Dragon Ball Daima? Besser, schlechter und so fort. Was hofft ihr euch? Was wünscht ihr euch? Falls ihr Videoideen habt, zu dem Thema Dragon Ball Daima, lasst es mich gerne wissen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann ansonsten das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.